Taschen Oma. Hallo Patrick. Schön, dass du mich mal besuchen kommst. Ja. Setz dich, Junge. Ja. Möchtest du einen Kaffee? Naja, sicherlich. Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Ja, Schwarz? Mit Milch. Nee, mit Milch und Zucker, bitte. Da. Gut, danke. Da. Na Patrick, wie läuft's in der Schule? Na gut, jetzt voran, ja. Dir hat doch Geschichte mal so Spaß gemacht. Bist du noch so gut? Ja, das läuft auch immer noch. Wenn da nur nicht so eine Kanackenlehrerin wäre, die mir meine Noten versauen würde, dann würde das auch noch viel besser laufen. Was willst du denn mal später mit deinem Leben anfangen? Das soll ja nicht schon wieder heißen. Nicht wirklich, Oma, nicht wieder diesen Scheiß. Das hatten wir oft genug. Nee. Hast du keine Träume, keine Ziele? Was willst du denn später mal in deinem Leben machen? Mir tut meine Seele weh, dich so zu sehen. Ja, was soll denn heißen, mich so zu sehen? Du hast doch da überhaupt keinen Durchblick. Du hängst nur mit deinen Neonazi-Freunden rum. Da kannst du doch nichts lernen. Die verwirren dich doch nur. Oma, wirklich, das kannst du dir sparen. Du hast überhaupt sowieso keinen Durchblick, was da läuft. Und meiner Meinung nach, einmal mal die Ausländer, könnte man komplett alle... Patrick, jetzt ist Schluss. Naja, ist so wahr. Ich werde dir mal was erzählen. Meine liebe Anne, ob du diesen Brief jemals bekommen wirst, weiß ich nicht. Aber ich muss dir schreiben, warum ich nicht mehr nach Hause zurückkommen werde. 2 Jahre ist es her, dass ich dich das letzte Mal in die Arme schließen konnte. Und seitdem verging kein Tag, an dem ich nicht an dich dachte. Ich weiß nicht, was du über mich denken wirst, nachdem du diesen Brief gelesen hast. Aber ich kann so nicht weitermachen. Gestern sah ich die Schmitz. Du kennst sie bestimmt, sie wohnten im Nebenhaus. Sie standen auf dem LKW und sahen mich an. Herr Schmidt, seine Frau und die beiden Kleinen. Ich habe den Abtransport befohlen, wie so oft. Aber diesmal war es etwas anderes. Mir ist klar geworden, was ich getan habe, wofür ich die Verantwortung trage. Aus all diesen Zahlen in meinen Büchern wurden plötzlich Gesichter. Jeder Stempel bedeutet ein Todesurteil. Mit dieser Schuld kann ich dir nicht länger unter die Augen treten. Dein Gerd.
Aber Oma, du weinst ja. Du musst nicht weinen. Das ist doch längst alles vorbei und vorüber. Du musst darüber nicht mehr nachgrübeln. Weißt du? Geschrieben. Großvater, mein Opa hat den geschrieben? Ja. Mein Junge, ich möchte, dass aus dir was wird. Aber du weißt doch, dass ich auf jeden Fall zu dir halte, Oma. Ja? Meine Springer passen mir sowieso nicht mehr richtig.